Bei dieser Burg habe ich mit einfachen Mitteln interessante Winkel erzielt. Es handelt sich um den Nachbau einer sehr bekannten Klemmbausteinburg in einem kleineren Maßstab. Trotzdem ist sie gerade noch kompatibel mit Minifiguren. Wenn ihr die Bergfried-Erweiterung von Burg Bärenfels von Bluebricks habt, habt ihr auch schon alle Steine, die ihr braucht, um das Modell nachzubauen. Es bleiben sogar noch genug Teile übrig, um dieses putzige Backhaus hier zu bauen, das ich euch letztes Mal gezeigt habe. Die Burg ist recht klein und besteht hauptsächlich aus einem Bergfried und einem Wohngebäude. Der Burghof wird von einer hölzernen Palisade mit Tor geschützt. Hinein gelangt man über eine Zugbrücke und ein Holztor, das sich dahinter befindet. Ein Weg führt an einem Brunnen mit Kette und Eimer vorbei zum Aufgang auf den Wehrgang der Palisade, über den man das Holztor erreichen kann. Besonders gefällt mir der angewinkelte Hauseingang, der sich nahtlos in das Gebäude einfügt. Im Inneren findet man erstmal den Essbereich mit gedeckter Tafel. Daneben werden Vorräte gelagert und eine Feuerstelle zum Kochen sowie Kochgeschirr sind auch vorhanden. An den zugehörigen Schornstein habe ich natürlich auch gedacht. Von der nahegelegenen Backstube kann Brot bezogen werden, sodass dem Festmahl nichts im Wege steht. Über eine kleine Leiter gelangt man nach oben, wo sich das Schlafgemach mit Truhe und luxuriösem Bett befindet. Ich konnte sogar ein Abort andeuten, das über die hintere Außenwand hinausragt. Ein kleiner Durchgang in der Wand führt zum Bergfried, der über eine hölzerne Außentreppe erreicht werden kann. Diese effektive Konstruktion vermittelt die Idee, ohne dass sie tatsächlich bespielt werden könnte. Auch die Türe ins Innere des Bergfrieds ist nur angedeutet, darf aber auf gar keinen Fall fehlen. Dahinter steht ein kleiner Tisch mit einer Talglampe, sodass man sich in dem fensterlosen Gebäude zurechtfindet. Ein besonderer Clou ist diese Leiter, die entweder nach unten führt, wo Vorräte für den Fall einer Belagerung aufbewahrt werden, oder aber man dreht sie nach oben, um dort Wache zu halten. Dort steht ein Fass, in dem zum Beispiel Pfeile zur Verteidigung aufbewahrt werden könnten oder Nahrung für die Wachen. Durch die 8 Fenster kann man in alle 4 Richtungen Ausschau halten. Beide Modelle zusammen verwenden mehr als 95% aller Teile des Sets. So habt ihr neben einer Wehranlage auch ein ziviles Gebäude, sodass gut gespielt werden kann. Ich habe darauf geachtet, dass die Burg nicht nur gut aussieht, sondern auch möglichst robust ist. Die für die Winkel eingesetzten Techniken könnten für manche von euch interessant sein, da dafür keinerlei Spezialteile verwendet wurden und trotzdem alles an 3 Punkten befestigt werden konnte. Die Rückseite des Modells ist komplett in Snod-Technik umgesetzt, da die begrenzten grauen Steine in dem Spenderset sonst niemals gereicht hätten. So habt ihr ein vollständiges Gebäude, das außerdem geöffnet werden kann. Da das Modell einfach aus dem Bergfried von Burg Bärenfels gebaut werden kann, ist es sehr einfach nachzubauen. Den Link zur Anleitung findet ihr in der Videobeschreibung. Ich finde es extrem spannend, damit zu experimentieren, wie Burgen skaliert und auf das Wesentliche reduziert werden können. Nur so können sie mit einer sinnvollen Menge Steine gebaut werden und trotzdem noch mit Minifiguren kompatibel sein. Schon sehr bald zeige ich euch eine weitaus größere Burg, bei der ich an meine Grenzen gestoßen bin. Also bleibt dran!